Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Sonic 2 Heroes. Ja. Jetzt wird's eklig. Ja, genau, wir haben keine Ringe. Wir bekommen hier auch keine Ringe. Das ist blöd. Und als erstes müssen wir gegen... Nein, nicht Metal Sonic, das ist, glaube ich, Silver Sonic. Roll, die beiden Fäden. Okay. Roll. Okay. Hülka! Und... Und weg. Hä? Seit wann macht er sowas denn? Oh je. Wir bekommen langsam Lebensprobleme. Okay. Ein Treffer haben wir schon. Na komm. So. Okay. So, jetzt. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Uah. Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass hier gibt es keine Checkpoints und... Wir müssen jetzt Robotnik hinterher, aber er ist immer schneller als wir. Wie ist das möglich? Und deshalb... ja, ich mache hier jetzt einen Safe State. Ganz ehrlich, ich krieg den sonst nicht hin. Glaube ich zumindest. Oh je. Ja, der macht nämlich auch sowas. Hey! Ja, genau das meinte ich. Okay. Die Arme des Todes. Und da macht er wieder was. Okay. Nein, hör, wieso? Oh Mann. Ja, genau. Hallo, mein Gott, der ist schwer, der ist auf jeden Fall schwer. Ach, der mit seinen Spike-Armen, ey. Und wir haben keine Ringe. So, 5 Treffer haben wir ihn verpasst. Ah, nee! Glitch! Mein Gott, dafür kann ich auch nicht. Aber vielleicht mit Tech. Forget it. Hoi! Scheiße! Ich dachte... Okay.
habe auch so ein bisschen das Gefühl, als ob die Gegner bearbeitet wurden. Kann das sein? So, weg. So. Hey, da haben wir ihn! Da haben wir ihn! Und jetzt weg hier, denn es stürzt ab. Nein, es wird zerstört. Nee. Hä? Ist das mal genial? Auch das Ende wurde überarbeitet. Ach ja. Und unsere Helden fliegen in Superform vom Planeten, wieder auf dem Planeten, vom Weltall aus. Und da ist Amy. Und sie fängt Tails und Knuckles auf. Und auch die Flickies sind golden. Yay! Zusammen mit Super Sonic. Okay, die Wolken spacken gerade ein bisschen rum im Hintergrund, aber naja, was soll's. Ich glaube, diese Hintergrundmusik findet man auch bei Sonic 2006 wieder. Ich, ja, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr wo. Die Musik, die gerade beim Abspannen im Hintergrund lief. Das ist auch die Musik bei Sonic 2006 und zwar... Ach, ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt. Es ist auf jeden Fall von der Prinzessin, die Titelmusik, glaube ich. So, Sonic 2 Heroes. Ja, wir haben es durch, Freunde. Sonic 2 Heroes. Was eigentlich... normalerweise nur Sonic 2 ist, also Sonic the Hedgehog 2, um genau zu sein. Ja, und die Hintergrundmusiken werden jetzt nochmal durchgespielt. Ja. Aber mein Gott. Ja, die Chemical Plant Zone findet man bei Sonic Generations, beziehungsweise die Casino Night bei der 3DS-Version. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und die Abspannmusik findet man bei Sonic 2006 für die PlayStation 3. Erkennt man kaum, aber es stimmt wirklich. Ich hab's herausgefunden, glaubt mir, Freunde. Ja, Aquatic Ruins, auch schön. Ja, schade, dass man nicht nochmal die ganzen Welten so sieht im Nachhinein so. Aber ist ja auch egal. Was soll's, was soll's. Ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich danke denjenigen, der ein Sonic the Hedgehog 2 Heroes daraus gemacht hat. Weil Sonic Heroes ist wirklich für mich das beste 3D Sonic. Eins der besten. Nee, aber Sonic Heroes finde ich sehr, sehr genial. So, ja. Es wird auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal dann auch noch irgendwann mal kommen. Ich möchte ja was versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Bislang läuft ja noch was anderes auf meinem Zweitkanal, nämlich Atelier Iris 2 und ein Let's Show von einem Gamepad, wo Spiele drauf integriert sind. In meinen nächsten Ronissimo News werde ich dieses auch erwähnen. Ja. Gut, presented by Sega. Sonic the Hedgehog 2 Heroes. Es ist schön, wie alles bearbeitet wurde. Ich danke denjenigen, der das rausgebracht hat. Ich danke denjenigen. Aber der Name wird gerade nicht nochmal erwähnt, oder? Nee. Sega! Ja. Featuring Amy Rose, genau. Sonic 2 Heroes. Nee.
wird nicht. Nee, nee. Na gut, Freunde, das war's mit meinem Let's Play. Bis zum nächsten Projekt. Bis dann und ciao.